Der Start eines Studiums bringt viel Aufregendes mit sich, aber kommt auch mit neuen Herausforderungen. Zu studieren heißt zum Beispiel, Räume am Campus sowie Online-Räume zu finden, neue Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu interagieren, sich mit der akademischen Sprache und Fachbegriffen anzufreunden, sich den Anforderungen in Lehrveranstaltungen und im Curriculum zu stellen, neue Interessen, Argumente und Perspektiven zu entfalten, gute Lern- und Arbeitsstrategien zu entwickeln sowie das Studium mit dem restlichen Leben zu vereinbaren. Das und viel mehr wird von dir gefordert. Aber was hat das mit Inklusion, Diversität und Vorurteilen zu tun? Nun, die gerade aufgezählten Anforderungen werden dir unterschiedlich leicht fallen. Das akademische Sprechen, das Lernen, die Prüfungen, das Fragenstellen und Mitdiskutieren, die bürokratischen Abläufe werden dir unterschiedlich gut gelingen. Und das hat ganz einfach gesagt mit Machtverhältnissen an der Uni zu tun. Diese kannst du dir vereinfacht so vorstellen. Es gibt machtvolle Gruppen, die bestimmen und entscheiden, welche Leistungen du als Studentin erbringen musst, was die Normen sind, an denen du gemessen wirst, wie du dich an der Uni verhalten sollst, was als wissenschaftliches Wissen gilt und vieles mehr. Dafür werden oft tradierte Vorstellungen herangezogen, also althergebrachte Annahmen von Wissenschaft und deinen Lebensrealitäten. Die Folge daraus ist, dass du im Studienalltag je nach deiner gesellschaftlichen Position Barrieren und Diskriminierung oder Bevorteilung und Privilegierung erlebst. Dabei spielen Vorurteile und Bias eine Rolle. Bias sind diese vorschnellen Annahmen und Wahrnehmungsverzerrungen, die wir alle haben. Am besten ich versuche es mit ein paar konkreten Beispielen. Beginnen wir mit den physischen und digitalen Räumen, dem Campus. Die Räume sind nicht für alle gleichermaßen barrierefrei und zugänglich. Studierende mit Beeinträchtigung oder Behinderung sind mit einigen Hürden konfrontiert. Angefangen bei den unterschiedlichen Online-Konferenztools, über die Gestaltung von Lernunterlagen bis hin zur Erreichbarkeit und Ausstattung von Hörsälen und Seminarräumen. Die Bezeichnung für diese Diskriminierung, bei der Menschen wegen einer körperlichen oder psychischen Beeinträchtigung oder aufgrund von Lernschwierigkeiten benachteiligt werden, kommt aus dem Englischen und lautet Ableismus, auf Englisch Ableism. Nehmen wir als nächstes Beispiel die akademische Sprache. Wenn du aus einer Akademikerinnenfamilie kommst und Deutsch als Erstsprache sprichst, wird dir die Sprache an der Uni eher vertraut sein. Die vielen Pflichttexte in deinem Studium werden dich vermutlich nicht sonderlich abschrecken. Du wirst weniger Zeit fürs Lesen, Verstehen und Lernen aufbringen müssen als andere. Das heißt, dass du aufgrund deiner Sozialisation und Bildungsgeschichte einen Vorteil anderen gegenüber hast. Die entsprechende Benachteiligung von sogenannten First-Generation-Students an der Uni nennt man Klassismus, der oft auch mit Rassismus verknüpft ist. Beispiel 3. In deinem Studium gibt es Exkursionen, teilweise als Pflicht und teilweise als Zusatzleistungen. Anders als andere bekommst du keine finanzielle Unterstützung von deiner Familie. Vielleicht hast du eine chronische Erkrankung, Beeinträchtigung oder Behinderung, die bei der Konzeption der Exkursion nicht berücksichtigt wurde. Oder du musst dich um Kinder oder Pflegebedürftige kümmern und kannst nicht einfach so eine Woche wegfahren? Das wird also schwierig und hat mit Benachteiligungen bzw. Bevorzugungen aufgrund von Klasse, Gender, Behinderung und mehr zu tun. Übrigens, meistens sind unterschiedliche Diskriminierungsformen miteinander verschränkt. Dann spricht man von Intersektionalität. Noch ein viertes Beispiel. Frauen waren lange Zeit vom Studieren ausgeschlossen. Serafine Puchleitner, die erste ordentliche Hörerin der Uni Graz, wurde erst 1898 zugelassen, also 313 Jahre nach der Gründung. Nun gibt es schon länger österreichweit mehr Studentinnen als Studenten, aber unter den Professorinnen sind Frauen nach wie vor deutlich unterrepräsentiert. So gut wie gar nicht kommen sie in der obersten Leitungsebene vor. Und diejenigen, die es zur Professur oder ins Rektorat schaffen, sind durch die Bank weiß, haben keine Behinderungen, waren keine First-Generation-Students und sind in der Regel heterosexuell orientiert. Heteronormativität bezeichnet die Norm in unserer Gesellschaft, dass es nur zwei Geschlechter gibt, die einander sexuell begehren. Apropos weiß, auch Rassismus ist ein Thema. Kolonialismus hat eine zentrale Rolle in der Geschichte der modernen Wissenschaft gespielt. Viele Universitäten profitierten vom Wohlstand, der durch die Ausbeutung von Rohstoffen sowie durch Sklaverei entstand. Außerdem fuhren Wissenschaftler in Kolonien, um Natur und Bevölkerung zu beforschen. In diesen Forschungstätigkeiten war Rassismus immer stark präsent.
Bis heute zeigen sich rassistische und eurozentristische Machtverhältnisse, zum Beispiel darin, wer an Unis lehrt und forscht und wessen Forschungen, Konzepte und Theorien im Studium besprochen werden. Zusammenfassend können wir also sagen, dass Studieren nicht immer so aussah, wie du es heute wahrnimmst und erlebst. Außerdem teilen wir nicht alle dieselben Eindrücke und Erlebnisse. Das liegt eben daran, dass die Uni aufgrund ihrer Geschichte strukturell von Sexismus, Klassismus, Rassismus, Ableismus und vielem mehr geprägt ist. Zum Glück ist vieles davon nicht mehr so extrem wie in der Vergangenheit, aber es ist noch da. Und wenn wir es nicht sehen oder erleben, liegt das an unseren Privilegien. Dann müssen wir akzeptieren, dass unser Standpunkt und unsere Wahrnehmung nicht allgemeingültig ist.